Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten beim letzten Mal angefangen, oder vorletzten Mal angefangen, uns Möglichkeiten der Schriftartveränderung anzusehen. Und diesmal zeige ich euch, wie man den Zeilenabstand verändert und wie man ein Fett bzw. einen Leichtdruck herstellt. Wobei der Leichtdruck, das werdet ihr sehen, also schaut es euch an. Okay? So, wir gehen in unser Programm hinein. Wir hatten uns hier einen Absatz definiert und da werden wir jetzt mal eine ganze Menge löschen, weil das meiste brauchen wir nicht. Das hier ist sowieso obligatorisch, weil das ist der normale Stil. Und das lösche ich raus. Gut, also den Zeilenabstand, den kann ich folgendermaßen machen, und zwar indem ich sage oder reinschreibe line-height, und dann kann ich hier, naja, alles Mögliche angeben. Also ich kann zum Beispiel sagen 160%. So, und dann ist das 160% von dem normalen Zeilenabstand. So, und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Hier gehen wir jetzt rein und laden die Seite. Ja, und jetzt seht ihr nichts, weil mein Text nicht über den Rand hinausfließt. So, das heißt, wir müssen uns hier mal eine größere Schriftart wählen, und ich setze das jetzt nochmal auf 100, damit ihr dann gleich mal beim Laden seht, wie das insgesamt aussieht. Also ich gehe hier rein und ja, jetzt habe ich einen schönen Abstand. Das ist also der normale Zeilenabstand. Ich verändere den auf 160 und lade das Dokument neu, und ihr seht, es gibt einen größeren Zeilenabstand. So, ich kann das Ganze auch unter 100 setzen, zum Beispiel bei 50. Und das sähe dann so aus. Also die sind jetzt schon ineinander geschachtelt oder verwoben. Und das ist natürlich sehr unschön. Aber manchmal braucht man das vielleicht auch. So, es kommt eben drauf an. Gut, so, das ist also der Zeilenabstand. Ich kann den auch absolut setzen. Das mache ich zum Beispiel mit 10px. Dann wäre der Abstand genau 10 Pixel groß und würde dann, wenn ich das Schriftgröße verändere, würde der nicht mitgehen. Das ist der Unterschied zwischen Prozent. Bei Prozent ist es eben prozentual zur Schriftgröße gesehen, und wenn ich das mit Pixeln setze, dann ist es ein absoluter Wert. Da kann ich dann das verändern, wie ich will. Der Zeilenabstand bleibt gleich groß. So. Oh, ich habe vergessen abzuspeichern. Entschuldigung. Dann sieht man natürlich nichts. So. Na, will er nicht. So, jetzt. Dummerweise, das habe ich natürlich vorher nicht ausprobiert, habe ich da wohl den Abstand zwischen den Zeilen gerade genau so groß gesetzt, wie die Prozentzahl vorher war bei dieser Schriftgröße. Ja, so, das, da konnte man dann nichts sehen. So, aber man könnte das auch sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte das Ganze auf 8 Pixel Größe haben, die Schriftart, und dann bleibt dieser Abstand hier zwischen den Zeilen ungefähr gleich. Wobei, das werden wir jetzt nicht sehen, weil wir nicht genügend Text drin haben. So, das heißt, wir müssten jetzt hier einfach auch nochmal sagen, ich kopiere das Ganze hier und mache mir mal einen ganz langen Text. So. Und jetzt müsste man das Ganze sehen. So, und ihr seht,
Naja, also man kann es schlecht abschätzen, so, aber ihr seht, der Zeilenabstand bleibt ungefähr gleich. So. Jetzt gehen wir wieder zurück und setzen uns das Ganze wieder auf eine etwas normalere Schriftart. Und ja. So, das Zweite, was wir machen können, ist, dass wir den Fettdruck einschalten und das Ganze nennt sich Font Weight. So, und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann man Zahlen angeben, aber das, was ihr am häufigsten gebrauchen werdet, ist, wenn man dahinter den Wert Bold schreibt für Fettdruck. Und dann sähe das Ganze so aus. Eine Schrift wird jetzt wieder größer. Das ist dieser Fettdruck. Ne? So. Das ist das Erste, was man machen kann. Dann gibt es noch den Wert Leiter. Na, also normal kann man das auch setzen. Das zeige ich euch zuerst, damit ihr dann den Unterschied zu leichter seht. So. Jetzt ist wieder ganz normal ausgedruckt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das soll leichter sein, dann ja, und jetzt seht ihr nichts, weil die Schriftarten meistens das gar nicht anbieten, dass man das leichter setzt. Ne? Das ist also ganz witzlos, dieser Befehl. So. So. Aber ja, nichtsdestotrotz, man kann es eben benutzen. Die andere Möglichkeit ist, dass man das mit Zahlen angibt. Und das habe ich jetzt nicht so ganz genau verstanden. Also man gibt das wohl in 100er Schritten an und das leichteste wäre 100. Und wenn man das jetzt sich anschaut, dann wird sich auch nichts verändern. Wie gesagt, das wäre jetzt die leichteste Schriftart. Die bietet aber hier meine Schriftart gar nicht an. Und das Fettdruck wäre jetzt ab 600. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube ab 600. Ja, wäre jetzt der Fettdruck. Und manche Schriftarten bieten es noch an, einen besonders starken Fettdruck, der wäre dann ab 800 zu bekommen. Aber das ist, ja. Auch hier seht ihr, da ändert sich gar nichts. So. Und deshalb, also meistens benutzt man Bold und dann, wenn man es wieder auf Normal setzen will, dann benutzt man Normal. Aber wenn man das in so einen Stil einschließt, dann geht der sowieso zurück zu dem Normalzustand, sobald dieser Stil abgeschlossen wird. Also hier hinten geht er auf den Normalzustand zurück und wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Blockart wähle, dann wäre dieser nicht mehr fett gedruckt. Also ich muss das nicht ausschalten, sondern es wird automatisch von dem schließenden HTML-Tag gemacht. Gut, so, damit habe ich euch zwei weitere Möglichkeiten gezeigt, wie man den Schrift gestaltet. Es gibt noch mehr Möglichkeiten. Ich zeige euch zum Beispiel, aber das mache ich später, zeige ich euch, wie man zum Beispiel den Buchstabenabstand verändert, dass man so einen Gesperrtdruck hat oder wie man auch den Abstand zwischen Wörtern verändern kann. Das zeige ich euch noch. Aber beim nächsten Mal möchte ich euch jetzt zeigen, weil hier seht ihr, das ist relativ langweilig. Ne? Man hat immer die ganzen Absätze und alles verändert. Und jetzt zeige ich euch, wie man beim nächsten Mal, wie man mit einem P oder mit einem Überschrift H1, wie man da verschiedene Stile reinbringen kann. Gut, aber das im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.